Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir sind in Duisburg und zwar am Landschaftspark Industriepark Nord. Nord. Heißt, wir sind in den Süden, Westen gefahren, um in den Norden zu sein. Ja, und was wir hier erleben, das seht ihr nach unserem Intro. Ja, willkommen hier in Duisburg. Man sieht da schon was. So ein Teil, ja. So, wenn wir weit auseinander gehen, dann sieht man so ein Teil. Ja, was zum Industriepark Nord, so ein Hochofen oder was auch immer das da ist. Auf jeden Fall sind wir weiter. Wir waren gestern, also in unserem letzten Video, waren wir in der Nähe von Dinslaken. Den Platz haben wir euch ja gezeigt vom Stellplatz, also vom Park Corneid. Richtig ruhig war der. Sehr schön, ja. Also, da hat man sich aushalten lassen können. Wir haben dann mit den Friesen, ja, nebenan noch mit dem Avanti kam, uns noch gut eine Stunde unterhalten bei sehr kaltem Wetter. Also, man muss sich ja vorstellen, wir haben Mitte Mai. Es war schon relativ kühl, aber wir haben ja die Eisheiligen gerade. Genau, das merkt man definitiv. Ja, und heute sind wir schon in Duisburg und wir schauen uns hier den Industriepark an und nehmen euch einfach dazu mit. Ich hoffe, man kann uns noch einigermaßen sehen, auch wenn die Sonne etwas von der Richtung scheint. Und hören, weil die Autobahn da hinten so laut ist. Genau. Ja, wir sind hier auf einen hohen Berg geklommen, um euch den Industriepark Nord zu zeigen. Damit ihr aber viel, viel, viel mehr sehen könnt, wird Stefan jetzt die Drohne starten und dann seid mal gespannt, was ihr da Schönes an Bildern zu sehen bekommt. Thank you.
Ja, wir hoffen, euch hat der Drohnenflug gefallen. Ja, ich glaube, es hat recht gut geklappt. Also die Drohne ist hier sehr gut geflogen, ohne Probleme. Und man hat hier sehr viel Rücksicht auch nehmen können. Das war sehr gut. Also wieder der Industriepark Nord, es ist ja nicht nur der alte Industriepark, das, was ihr da seht. Also wo ja in normalen Zeiten, wir sprechen mal jetzt außerhalb von Corona, korrekt, man schön da hochtreten kann. Es gibt ein Taucherbecken, wo man tauchen lernen kann. Es gibt hier Streetfoods Festival, es gibt hier Autokino und so weiter. Es gibt hier viele Sachen normalerweise, genau. In der aktuellen Situation leider nicht. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick verschaffen für diesen Industriepark Nord. Wir werden nämlich jetzt nicht mehr zeigen, sondern einfach sagen, kommt hierher. Es lohnt sich auch so, man kann hier schön spazieren gehen, es gibt schöne Radwege eigentlich. Also es lohnt sich hier nach Duisburg sogar zu kommen. Das glaubt man manchmal gar nicht, wenn man sonst Duisburg so kennt. Industrie, was ist denn das? Doch, ein bisschen Industrieromantik hat man hier auch. Und kommt doch mal einfach hierher, kommt nach Duisburg zum Landschaftspark Industriepark Nord. Eins will ich noch dazu sagen, ihr habt auf der Drohne schon gesehen, es ist sehr, sehr viel auch Grünanlagen. Also es ist wirklich wie ein Park hier angelegt. Bella Ciao, Bella Ciao, was soll denn das? Nein, ja, obwohl, Ciao können wir fast sagen, ne, weil wir... Ja, Ciao zum Landschaftspark Duisburg, nicht? Genau, wir sind hier noch schön spazieren gegangen, also hier kann man wirklich sehr viel machen. Im Regelfall sind hier richtig große Parkplatzmöglichkeiten. Es gibt an sich einen Wohnmobilistenplatz, aktuell, wie gesagt, aufgrund der Corona-Sache immer noch zu. Ich denke, vermuten wir mal, ne? Ja. Das vermuten wir, weil es ist sehr viel zu und ich denke mal, man reduziert die Parkplätze einfach, um auch den Park leerer zu machen, weil wir wissen, wir waren bei hier, also ich weiß nicht, wie weit wir gestanden haben. Weil ach, da hinten noch in ganz weit, also das war schon eine Ecke. Deshalb, das ist ein Riesen und das muss man halt sagen. Will man wahrscheinlich ein bisschen reduzieren, was man verstehen kann. Mhm. Wir werden jetzt Richtung Euskirchen. Jetzt werden die sagen, wollen die schon wieder in die Therme? Ja. Aber wollen schon, aber können nein, weil leider noch geschlossen. Genau, weil zu, deshalb können wir nicht. Aber wir wollen uns jetzt einen Stellplatz mal anschauen. Und ja, weil wir auch mal duschen wollen. Das auf jeden Fall, genau. Und dazu bräuchten wir halt, müssen unser Heckzelt aufbauen und da müssen wir halt... bisschen gucken. Ruhe haben da auch und dann... geht das auch. Also wir schauen mal, ob der Platz es wird. Sonst haben wir geguckt, gegebenenfalls in die Eifel zu schauen. Da sind auch nette Plätze. Einige, ja. Und ja, jetzt fahren wir da los und wir melden uns in dem Sinne. Entweder werdet ihr im nächsten Take schon sagen, wow, was für eine geile Landschaft. Oder was ist denn bei euch passiert? Wir wissen es nämlich auch nicht. Das ist in die Zukunft schauen und das können wir zwar an dem Tag, wo das Video kommt, weil dann wissen wir es, aber jetzt aktuell wissen wir es nicht. Korrekt. Und weil das viel zu kompliziert ist, werden wir jetzt losfahren. Wir sind irgendwo angekommen. Irgendwo im Nirgendwo. Genau. Aber schön hier. Irgendeine Talsperre, Steintalsperre, glaube ich, ist das so. Ja, richtig, genau. Hier müsste es irgendwo auch den, ja, so Stauseeart geben. Sowas in der Art. Zumindest haben wir irgendwie so einen See gesehen. Also ich denke mal, das wird damit auf jeden Fall... Steinbach-Talsperre. Aber die ist noch ein bisschen weit entfernt, weil wir sind jetzt auf einem... Naja, ihr seht vielleicht das. Über das Handy haben wir hier so einen Platz gefunden. Das ist so ein Parkplatz. Von Park for Night. Man könnte theoretisch auch hier eine Nacht bleiben. Ja. Haben wir jetzt persönlich noch nicht vor. Wir wollen jetzt erstmal Mittag machen und dann gegebenenfalls guck, guck, ja, die Leute, die gucken immer, wenn man eine Kamera im Gesicht hat. Was wollte man denn? Wir wollten jetzt Mittag machen und wollten dann dementsprechend duschen. Genau, das ist jetzt der Plan und nachdem wir wieder frisch, traumfröhlich sauber sind, melden wir uns wieder. Bis dahin. Frisch, fromm, fröhlich. Nee, kniefrei geht jetzt nicht. Da fall ich hin. Ja, das war doch ein wunderbares Erlebnis, jetzt erstmal schön wieder zu duschen. Ja.
Ja, in so einem Bulli kann man das ja nicht einfach so wie halt in jedem normalen Wohnmobil oder wie im Teddy zum Beispiel, ne? Da ist egal, wo du stehst, kannst mal kurz duschen. Das kannst du nun mit dem Bulli eher schlecht machen, aber... Der Platz war aber gut geeignet, das ging. Ja, wunderbar war der. Also hier ist normalerweise ein Parkplatz. Ich denke mal, hier kann man auch gut auch mal nächtigen. Hat 3 Ebenen. Ja. Und die GPS-Koordinaten werden euch hier unten eingeblendet diesmal, also nicht links oder rechts, sondern einfach mal hier unten eingeblendet, damit ich auch mal was anderes zu tun habe. Und jetzt wollen wir zu dieser Talsperre, Steinbach-Talsperre, glaube ich, heißt das oder so eine Art. Wir schauen mal, wie wir da hinkommen und wie das da so aussieht, würde ich sagen. Genau. Und hier scheint auch Flugbetrieb zu sein. Glaubt man gar nicht. Ja. Klingt tatsächlich Flugzeuge. Wir sind vorhin an Düsseldorf vorbeigeflogen, da war nichts los, aber hier irgendwo in der Pampa, da ist was. Ist ja lustig. Ja, so ist das. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was uns die Sperre erwartet. Also was uns da erwartet, das genau. Das war das Richtige. Meine Güte. Ja, so. Ja. Also, los geht's. Einkaufen waren wir. Ja, erfolgreich. Was gibt's Leckeres? Wollen wir später verraten? Verraten wir später. Okay. Wir waren in Bad Münstereifel, waren mal in meinem Rewe-Center. Und ja, wir sind nicht ins Outlet-Center gefahren und wir sind auch nicht zu Heino und haben also keine Nusskuchen oder was er da immer so macht, haben wir nicht gemacht. Alles, was du nicht weißt, ne? Ja, hat Heino einen Kaffee. In Bad Münster. Er wird das wohl eher nicht machen. Doch, er ist ab und zu auch da. Aha. Informiert. Backt da auch, ja? Er backt da so, es gibt so einen komischen Nusskuchen. So genau weiß ich das jetzt auch nicht. Naja, also, fliegen einem da noch so komische, schiefe Töne um die ja, Hals. Nee, 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 blauer nee, nee, Enzia, nee, 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 das will ich alles Barbara. Gar nicht. Ah, nee, ja, ja. Und Karamba, Karacho. Die rote Uschi und so weiter Karamba, und so fort, ja, genau. Whisky. Die lassen wir das Thema, die mein Ding Lieber. Haben die Soffen, die haben wir noch nicht. Wir trinken nachher einen schönen Wein. Ja. Ja, dann haben wir schon mal mit unserem Weingut telefoniert. Wir werden morgen am Freitag eine kleine Weinprobe nochmal machen, weil es sind ja nochmal Weißweine dazugekommen, die wir noch nicht probiert haben. Die werden wir natürlich auf jeden Fall probieren wollen. Die Vinotheken in der Pfalz. In der Pfalz haben dann auch wieder auf. Dementsprechend werden wir das natürlich auch dann nutzen. Da werden wir mal gespannt sein, wie das so ist. Ja, dann wollen wir morgen auf jeden Fall auch nochmal einen Stellplatz-Guide machen. Ihr kennt ja das schon so in der Art von, ach guck mal, was da fliegt. Düsenjets. Oh, ich zeig euch die mal sehen, ob ihr die sehen könnt. Es war hier nur relativ laut und deswegen haben wir gedacht, was düst denn hier? In Zeiten von Corona sind Flugzeuge ja nun nicht wirklich unterwegs, aber sind naja. Sind keine Flugzeuge, sind Düsenjets. Ja, Militärflugzeuge. Genau. So, wo waren wir stehen geblieben? Die Düsenjets haben uns... Achso, ihr habt ja schon jetzt den Teil gesehen bezüglich den Westharz Teil 1 und Teil 2, die Stellplätze. Habt ihr nicht? Ja, dann... in die Info da einfach mal draufklicken oder da draufklicken, ich weiß nicht, wie das sein wird. Da kommt auf jeden Fall dahin, lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Und wir werden morgen das A-Teil, denn da gibt es auch ein paar Stellplätze. Wir würden zwar immer den Campingplatz zur Burgwiese empfehlen, definitiv. Empfehlen. Ganz tolle Leute auch, ganz tolle Betreiber, genau. Sehr herzlich und sehr nett. Aber es kann ja sein, dass der mal voll ist. Und dann braucht er Alternativen und die werden wir euch auf jeden Fall in einem extra Video vorstellen. Ja, dann ist Stefan, schon Drohne geflogen. Wir wollten mal wissen, was ist es eigentlich? Dort hinten ist... So was Weißes. Was Weißes. Ja, ich weiß nicht, ob man es sehen konnte auf der Kamera, aber da war halt was Weißes. Und da habe ich gedacht, na, das musst du dir doch mal angucken. Genau. Und falls ihr es nicht sehen konntet, werdet ihr es sitzen, denn jetzt werden wir euch einfach mal die Drohnenaufnahmen einspielen. Einblenden, genau.
hoffe ich doch mal, das hat euch gefallen. Das ist immer so irritierend, das aufzunehmen, weil ich habe es selber noch nicht gesehen, aber ich weiß, es hat euch gefallen. Stefan kann das ja schon. Ja, wir sind hier auf einem Wanderparkplatz. Hier kann man wohl auch relativ gut nächtigen, zumindest ausruhen kann man sich hier. Und wir haben uns auch dahingestellt, so wie das auf den Bildern von Park von Night ist. Wir blenden euch jetzt da oder da ein, je nachdem, wie viel Platz da gerade ist. Ja, und ihr seht ihn hier. Viel Platz ist nicht. Ich würde mal sagen, neben uns könnte sich noch ein zweiter Bulli stellen und da hinten in der Ecke kann vielleicht noch einer sich hinstellen. Und es ist sehr, sehr ruhig. Man muss dazu sagen, wir haben Donnerstag. Und ja, Stefan dreht sich jetzt einfach mal. Und dann seht ihr da unseren Bulli stehen. So, unterm Kirschbaum. Na, Gott sei Dank ist noch nicht Sommer und entsprechend Herbst, dass die Sachen da runterknallen. Weil das wäre ganz schön laut, aber naja. Wie gesagt, ich denke mal, der Platz ist gut. Jetzt gehen wir ins Auto und wahrscheinlich werden wir dann schon etwas zum Essen machen. Was es geben wird, das wird euch Stefan gleich erzählen. Ja, was soll man sagen? Wir sind schon fleißig, nämlich am Essen kochen. Heute gibt es ja noch Blumenkohl, weil wir hatten ja gestern einen ganzen, also den haben wir nicht ganz geschafft. Also konnten wir heute noch ein bisschen zusätzlich was nehmen. Dann haben wir Kartoffeln. Ja, und wenn man es ganz genau nimmt, gibt es auch Wiener Schnitzel, weil das sind nämlich Kalbsschnitzel. Sogar die originalen Wiener Schnitzel. Wir sind mal gespannt, wie die schmecken. Sahen ganz gut aus, deswegen haben wir uns für die entschieden. Bisschen teurer, aber naja, man gönnt sich ja nicht jeden Tag was. Ich werde erstmal das alles fertig braten, schöne Soße noch machen und dann gibt's lecker Essen. Das war lecker, fand ich zumindest. Wie war es bei dir? Wie lecker es war, blenden wir euch ein. Naja, die können das ja nicht schmecken, ne? Jo, aber ihr könnt es doch mal sehen und dann seht ihr, oh, sieht schon lecker aus und das war es auch. Es war so lecker, dass ich jetzt wahrscheinlich erstmal 10 Jahre Diät machen muss. Gefressen, das geht gar nicht. Wir haben ja festgestellt, du musst ja eh für unser neues Fahrzeug noch Nein, abnehmen. Nein, muss ich nicht. Wir nehmen ein anderes Fahrzeug. Gewichtsprobleme. Ja, hier. Nimm mal ein bisschen ab hier. Nee, ich bin hier. Ja schon eingerechnet. Hier, da musst du abhängen. Das musst du abhängen. Nein. Der Fahrer ist eingerechnet. Jetzt doof, ne? Soll ich fahren, oder was? Nee, ich fahre ja. Genau. Ja, so, du wolltest noch was erzählen hier. Ein Trecker kam auf uns zu und mähte uns um. Nein, er mähte uns nicht um, er hat im letzten Moment noch die Kurve gekriegt. Aber seht mal selber, er hat hier gemäht. Und zwar halbherzig, habt ihr das gerade gesehen? Da ist nämlich alles nur noch fertig. Das hat er gemacht, daneben nicht. Oder da ist genau die Grenze, wo ich mir denke, wer macht denn so einen Spaß? Aber ich würde mal behaupten, der war einfach zu faul und hat gesagt, ah, heute mal ein bisschen den, dann ein bisschen da. Nee, ich glaube, der Bauer brauchte nicht so viel Wiese. Also nicht so viel Heu für sein Vieh oder was auch immer. Naja, wie auch immer. Klugscheißer 300? Ja, ich weiß es nicht. Ich hatte es jetzt so spekuliert. Genau. Wir lassen es mal so stehen. Wir lassen es einfach mal so stehen. Und was wir noch stehen lassen, ist das Ende von diesem Video. Wir sind tatsächlich heute schon wieder durch. Mehr gibt es nicht zu zeigen. Und wir werden auch nicht auf den nächsten Tag springen, weil es ist eigentlich schon genug gesehen. Ihr habt heute wunderbare Sachen aus dem Industriepark Nord gesehen. Ihr habt hier aus der Eifel schon ein bisschen was gesehen. Eigentlich habt ihr gut was gesehen. Deshalb sagen wir, fangen wir morgen wieder an. Morgen geht es ins Ahrtal. Da haben wir das eine oder andere vor. Und was wir noch so erleben, das werdet ihr halt in der nächsten Folge sehen. Ja, genau. Wir werden jetzt im Prinzip nur noch uns ein bisschen in Ruhe noch einen Film angucken natürlich. Den Abend schön ausklingen lassen. Und dann heißt das dann irgendwann gute Nacht. Ja, und dann sehen wir uns bei einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Genau. Also, nicht vergessen, Daumen hoch und teilen und dann natürlich auch abonnieren. In diesem Sinne. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschö.